So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sao. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, haben wir schon mal den Golem vernichtet und das war's soweit. Dann sind wir nur ein bisschen rumgelaufen und ihr hört schon, liebe Marston ist wieder da. Sag mal hallo. Hallo, hallo. Ja, liebe Marston, und jetzt machen wir weiter. Ich habe leichte Panik. Bin ich voll? Warum? Ja, weiß nicht. Ja. Schon länger nicht gespielt. Ja. Ah, 42 Gold. Ich bin reich. Zwei große Heiltränke und eine kleine Perlenkette gefunden. Das kann ich echt nochmal gebrauchen. Echt lesen für Yuri Nanta beten, den Grab einen verpassten nichts tun. Also bei beiden ist dasselbe. Nicht ganz. Inwiefern? Hiro, der Gründer von Nanta, Yao Nanta, wer hätte das in einer Grabkammer nur erwartet? Kommen da verschiedene Kämpfe? Nein. Ah, die Frau. Ja. Ich glaube, du kannst auch den Stellen in der Mitte lesen, das weiß ich aber gar nicht. Kann sein, dass er auch gut Deko ist. Stadtgründer von Nanta, Yao Nanta, mit seiner Frau Yuri Nanta bis in der Ewigkeit. Aus der Ewigkeit, da bin ich mit mir, das ist sicher. Weiß ich was? Glaube ich für Yuri Nanta. Was passiert dadurch? Da ist gar nichts passiert, ne? Doch, das ist was passiert. Wo denn? Kam ein Soundeffekt. Ja, und? Welchen Grabstein soll ich einen verpassen? Kann ich beide machen? Das ist dasselbe bei beiden. Okay, ich verpasse die Frau eine. Ups. Oh. Bossfight. Yao Nanta und Yuri Nanta. Das sind also die Stadtgründer von Nanta. Sehen ja nicht hier so hübsch aus. Okay. Truppe 2. Jetzt krieg ich das auch nicht aufs Maul. Yo. Yo. Melone. Da war ja was. Mal stopp, nee. Schützen. Du Bild. Ha. So. Technik. Ich greife normal an, ne? Ja, ist glaube ich besser. Schützen, schützen. Ich warte so. Bam! Gleich ein Crit. Oh ja, Baby. Kannst du gleich schon heilen. Richtig. Alter, die machen ordentlich Schaden. Ja. Alter. So. Die Frau hat übrigens überraschenderweise weniger HP. Oh, das hat mich jetzt aber gewundert. So. Yuri Nanta, schützen. Also ich mache echt an sich weniger Schaden. Aber es ist halt besser, als dass ich mir für die Tuchbilder aufhebe. Ja. Nein, und du kannst halt krippen. Ich meine, die anderen Sachen sind relativ stark natürlich auch, aber. Ja. Würde ich vielleicht bei Einzelbossen machen oder so. Das ist richtig. Oder wenn er halt jetzt schon. Du kriegst natürlich auch noch einen Angriff gegen mehrere. Das halt nicht. Das könntest du den zum Beispiel auch benutzen. Und Yuri Nanta ist besiegt. Das ist doch mal gut. So, bam. Truppel 1 ist gefallen. Nein. Truppel 1, wir werden nicht vermissen. Unsere Zeit war doch so kurz. So. Und schon ist wieder da. Bam. Aua. Oh, das kann mit Sau abgewehrt. Was? Ja, super. Das war ja heldenhaft. Unglaublich. Ja. Das ist meine Intelligenz wieder. Was zur verdammten Hölle? Gut, ich sollte mit dem kleinen Effen abwehren. Der Nanta-Typ macht echt Schaden. Ja, aber das war, glaube ich, auch seine stärkste Attacke, also von daher. Ah, da kennt er echt vieles. So. Aber er hat keine Chance. Sagt er und verfehlte. Bäm! Critty! Critty? Egal, ich bin gekürtet. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Lass mich zwar heute der erste Shooter nach die Fang. Du hast wohl gar nicht wie. Ich muss den Tag heute genießen. Ich muss erst morgen suchen. 14 bis ja, 16 Uhr, ja. Das war ekelhaft. Ich bin am Morgen fast gestorben. Bam, noch ein Quilt. Bamme. So. Metzel. Und die beiden werden total drauf gehen, ey. Okay, seid. Jo.
Joys klingelt Juris Gestirn. Ich krieg ein Gehirn? Nein. Bäm! Kaputt. Nun ruht bis in alle Ewigkeit. Das war's? Hier, in diesem Raum, ja. In diesem Raum? Intim hab ich immer noch nichts. Nein, du hast immer noch nichts fürs Intime. Warte. Mach warte. Doch. Passiert nichts. Okay. Du hast sie ja jetzt schon zur Ruhe gebettet, sagen wir mal. Okay. Soll ich das speichern? Ich weiß nicht, was hier unten jetzt ganz fertig? Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht. Ich habe alles gemacht, glaube ich, meiner Meinung nach. Die Gargoyles waren schon tot, ne? Ja. Der Golem auch. Der, der Golem war ja direkt davor. Ja, dann bist du, glaube ich, durch hier. Die Skelettis. Ja, dann bist du durch. Ja, dann bist du fertig. Jo, dann save me mal. Bam. Cool. Ey, dude, also gibt's hier wirklich nichts mehr. Nein, in den Katakomben bist du jetzt durch. Cool. Das heißt, jetzt muss ich da durch diesen Pass durchgehen, ne? Ja, du kannst natürlich nur mal einkaufen und so. Bin mal gespannt, ob du den nächsten Kampf schaffst. Denke den Herrn Nachbarn, meinst du? Ach, der ist ja einfach. Du meinst gegen die das Ding bewachen, ne? Du kannst auch noch gegen Korgal kämpfen, also... Gegen was? Gegen Korgal, den Typen, der dieses tolle Spiel hatte. Der ist aber noch schwerer als der Nachbar. Korgal? Ich komm Spiel, grad nicht 5 Gegenstände in seinem Haus untersuchen. Ach so. Ah, der ist ein bisschen schwerer als der Herr Nachbar. Ein bisschen viel schwerer. Also ist der optionale Ultra-Boss, den ich erst später machen würde. Den kannst du theoretisch auch schon ab jetzt schaffen quasi, aber der kannst auch noch ein bisschen warten. Der gibt ja halt massig XP und so. Rechts. Ja, ich wollte nur mal schnell noch die Schönheit dieser Katakomben zeigen. Und der gibt dir das unnützeste Item im Spiel. Noch nicht verraten, ich will... Nee, jo. Es ist nur total unnütz, weil... Also kannst du für viel Geld verkaufen, aber es ist halt so an sich einfach nur unnütz. Oh. Boah, Alter, wie viel Knete ich einfach habe. What the fuck? Was hat das denn? Also nicht. Bam, 10. So. Okay, kann ich jetzt den auch mal töten? Speicher nochmal. Ja. So. Ah, aber eigentlich kann der nichts. Also soll ich lieber Zugbilder schaffen, oder? Ja, der hatte keinen Angriff gegen alle, von daher. Du kannst halt theoretisch darauf hoffen, dass er entweder deine Abwehr senkt oder seinen Angriff erhöht, weil wenn das halt so hoch ist, dass es nicht mehr geht, dann bringt das eh nichts. Und die Abwehr von Trugbildern kann er nicht senken. Ah, ich dachte, Alter, Falter. Egal, das war sein stärkster Angriff, also von daher. Außer natürlich erhöht sein Angriff. Dann geht das natürlich noch mehr. Wow, das macht ein bisschen gerade dezent laut. Ja, das Musikstück an sich ist erstmal schon relativ laut und... Ja, der ganze Boden vibriert bei mir, ich hab die Boxen echt niedrig. Alter, meine armen Eltern. Oh, Stärke plus 7 ist ja süß. Ja, das geht. Oh, es geht wirklich. Der kann es halt mehrfach machen. Und er hat natürlich ziemlich viel HP, also er hat auch, glaube ich, mehr als alle anderen Bosse, die er bisher hatte. Das heißt, wie viel hat er insgesamt? Ich glaube, der hat 750. Aber... Oh Gott. Naja, der macht halt nicht so viel Schaden. Nein, dennoch. Ja, es dauert ein bisschen, aber... Ich zeig dir ein Perverser. Das musst du eigentlich alles vorlesen. Müsste ich, aber es leckt wie immer. Außerdem habe ich das, glaube ich, schon im ersten Kampf alles vorgelesen. Das kann auch sein. Alter, wie laut ist das, meine armen Ohren? Ich sterbe hier gerade einen Tod. Das ist ungeheuerlich. So. Dann warte ich darauf, dass er gleich die Abwehr senkt. Oder? Mal sehen. Wegen. Wir machen wie total fertig. Fresse! Achso, das ist. Fresse nach vorne! Moment. Alter, ist das gar nicht die Autospur so ungeheuer upgraden? Nein, stopp. Das Audio ist am Upgraden? Was? Ja. Ja, die Autospur, die tanzt hier gerade Tango für hin und her. Ja, weil der Sound so laut ist. Ja. Das ist ultra übel. Aber ich wüsste, dass wenn die Gegner
kann ich bitte die Audioanzeige aufhören, so krass zu senken? ich find's doof, dass, wenn die Gegner verfehlen, auch dieses Hör auf, so blöd zu lachen kommt. Ja, das ist halt, du kannst halt nur einen Soundeffekt einstellen, wenn daneben geschlagen wird, deshalb. Und das ist halt der Miss-Sound. Ja, oh, Alter, ist das laut. Oh, es hat überlebt. Cool. Ja, ich meine, so, der wird jetzt nicht mehr so lange liegen. Ich meine, du hast 40 Schaden pro Angriff. Er hat 57 HP, das sind quasi 20 Angriffe. Du müsstest gleich eigentlich umkippen. Jo. Ja. Ja. Des Nachbarns Axt, ach so. Und die nützt mir jetzt auf jeden Fall nicht. Du kannst vorher. Kann man denn nirgendwo deinen Verrückten auskommen? Okay. Also, ergo, die Axt ist jetzt schlechter. Speicher erstmal. Ich vertraue dir einfach mal. So. Alter. Ultramächtig. Was? Irgendwie ist gar nichts passiert. Ich will eigentlich mit dieser Axt rum. Ich weiß doch nicht, wie meine Axt führt. Weg damit! Nein! Bist du Hacke! Oh. Sau schon ein echter Idiot. Also, die kannst du theoretisch für einen Kampf oder so benutzen, aber viel länger wird das nicht gehen. Und die jetzt halt ein bisschen was wert. War klar, dass das nur ein schöner Traum sein konnte. Ich meine, plus irgendwie 80 Angriffskraft. Kann er nicht tragen. Den schaffst du auf keinen Fall, ne? Den kann man schon schaffen, der ist aber relativ schwierig. Da brauchst du auf jeden Fall viel mehr Heiltränke für. Ich würde einfach später nochmal wiederkommen. Okay. Du kannst aber in seinem Haus noch was machen. Das hast du nämlich noch gar nicht gemacht bisher. Von A nach B geschickt werden, ey. Ah, eine Tür. Ah. Hey, du hast den Schlüssel gefunden. Mach die Tür auf. Ich weiß allerdings nicht, was dich erwartet. Sterbe ich jetzt einfach eiskalt? Nö. Da hast du halt, du hast ja von Knochinski den schwarzen Schlüssel bekommen und der ist hierfür. Du musst eigentlich gar nicht speichern, aber. Ich heil mich nur. Was tust du denn hier? Da? Wow, ist gut, dass ich die Juwelen verkauft habe. Das war eine wesentlich bessere Entscheidung. Ja. Kannst halt einmal machen. Oder du benutzt die einmal, um einmalig deinen Statuswert zu erhöhen. Ich meine, wenn du zum Beispiel. Also, 5 mal Angriff so. Hättest, wären 15 Punkte, wird wahrscheinlich schon mehr. Was zur? Hey, das war wirklich viel Spaß. Ja, danke, ich ziehe es vor, meinen Verstand noch etwas länger zu nutzen. Mir wird schlecht. Hey, da bist du ja wieder. Los, amüsiere dich. Was zum Geier? Leckt gerade etwas war. Mach dir uns keine Sorgen, wir sehen immer so aus. Hey, das ist der Nachbar und hier ruht die Vernunft. Und das schon sehr lange. Oh ja, hier ruht der Friede. Friede, was denn das? Ach, hier fliehen die alle hin. Was zur... Der schwarze Ritter! Oh mein Gott, Leute, ich renne einfach mal alles an. Du, ja, mach's. Hey du, hey, du da. Achso, ja. Hey, du ja. Da. Nee, hey, du. Ja, genau, du. Der hässliche Indianer in Schwarz. Hast du mich schon gefunden? Natürlich, ich bin schon lange tot. Dann erklär mir mal, wie einer, wieso ich hier rumrenne. Das heißt, ich spoilere mich gerade mit einem Boss oder was? Nö, die kommen teilweise. Sind das irgendwelche Running Gags aus Xian oder irgendwelche Edits, die er nie benutzt hat? Mir wurde hier eine Rolle versprochen. Aber bisher sehe ich davon noch gar nichts. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Er sagt immer, Alex, werde groß und rette die Welt. Aber nein, ich bin ja kein Held geworden, sondern habe mich als NPC beworben. Ja! Sonder. Ja, ich hab's gelesen. Egal. Jetzt gerade unten. Nimm mal bitte den Mund 2 Zentimeter weg vom Mikro. Miep. So. Hey, hast du mich in den Karton getroffen? Du musst wissen, bei Xian habe ich sogar noch Blut an meiner Klinge und meiner Rüstung. Ich kann es gar nicht erwarten, nicht in das Spiel eingebaut zu werden. Ich spüre schon das Kribbeln in meinen Knochen. What the... Kultist. Du, ich. Du, sonst würde ich nicht schweigen. Achso, also bei Xian werde ich mal Kultist. Ich bekomme sogar ein eigenes Castle. Nur dumm, dass ich außer einem billigen Zauber noch keine Magie beherrsche. Ein Billigzauber. Ja, einem Billigzauber. Ja, gut. Es wird dann zusammengeschrieben. Ja, egal. Ach, und noch was. Ich bekomme sogar eine Hauptrolle in einem Crossover. Da heiße ich Vandal. Genial, nicht? Oh Gott. Was? Der nächste. Sekunde, was weiß ich, wie ich die jetzt anquatsche?
nichts. Ich rede sie einfach an. Die hast du bei ihr gelesen. Ja, ich, oh Gott, warte. Ich weiß aber nicht, wie sie gesprochen habe. Aber werter Herr, was habe ich ihnen denn getan, dass sie mich so abgrundtief hassen? Oh Gott, Skype eckt ja gerade überhaupt nicht lange. Du bist existent! Das ist schon schlimm genug. Aber nein, es kommt noch schlimmer. Du wohnst auch noch direkt neben mir. Aber wir sind doch schon so lange Nachbarn. Ich bin wirklich froh, dass ich sie jeden... Da fehlt ein S. Ja, kann sein, aber dass ich sie jeden Tag sehen kann. Ich wäre froh, wenn ich dich nicht mehr sehen müsste. Geh endlich sterben, verdammt! Aber was reden Sie denn da? Es ist doch furchtbar, wenn ein Menschenleben ausgelöscht wird. Und Sie reden davon, mich loszuwerden. Zeig dich an, du Perverser! Zieh bloß aus dieser Gegend! Wenn ich jetzt nochmal anquatsche, kommt dasselbe, ne? Nö. Boah, nee, jetzt. Wenn ich auch noch du, hau bloß ab, ich zeig euch an, ihr Perversen! Aber werter Herr Nachbar. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Was steht denn hier? Herzlichen Wunsch, dass du den Hinterhof der Pflocken gefunden hast. Jetzt geh und pack dir ein Eis. Hier kommen übrigens zwischendurch auch noch mehr NPCs drauf, wenn du die im Storyverlauf getroffen hast. Ah. Also, einige sind jetzt schon da und andere kommen halt nach und nach noch dazu. Oh nein, nicht du schon wieder. Das war oh doch, und jetzt werde ich dich von der Bank stoßen. Das sehe ich anders, denn der Herr Spielerstein hat das nächste vorgesehen, dass du mich hier von der Bank stößt. Denn in diesem Gespräch passiert nichts mehr und wenn du dich gegen ihn auflehnst, wird er einen anderen Helden als Hauptfigur verwenden. Verdammt, aber es kribbelt schon so. Warte nur, wenn ich dich noch einmal sehe, dann. Penis! Ja, und ich würde sagen, wir werden hier den Part, während wir ablosig abdancen. Ja, los, wir gehen zu Knochinski und so. Da. Hast du nicht mit dem Zaun geredet? Zaun? Was? Jetzt ist er recht, der Fischer! Wer bist du denn? Ich bin der Verbote der Apokalypse. Ich bin das stärkste Wesen des Universums. Ich bin der Zaun. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Oh Gott. Ganz recht, aber erst wenn ich hier eingebaut wurde. Oh Lord, was tue ich mir hier an? Und tschüss. Warte. Knochinski, lass uns tanzen. Geht. Ich wollte den Weg versperren. Jo, jetzt kommst du nicht mehr vorbei, Bitch. Na? Geht. So, ich und Knochinski werden jetzt erstmal ein zuckersüßes Gespräch halten, kein Date. Von daher, bitte sag tschüss. Und tschüss. Leute, was auch immer ich mir gerade für... Oh Gott. Tschüss.